Ja, hallo meine lieben Schleimfreunde. Wir machen heute mal Schleim aus Zahnpasta. Und weil ich schon lange keinen Schleim ohne Kleber mehr gemacht habe, dachte ich, wir könnten das ja mal mit Peel-Off-Masken probieren. Also nehmen wir uns als erstes die Peel-Off-Masken und drücken die in die Schüssel aus. Das ist ja immer so ein bisschen mühsam. Und jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich mir, oh nein, hättest du doch lieber Kleber genommen. Aber naja. Also, Peel-Off-Masken kommen in die Schüssel rein. Dann kommt da die Zahnpasta rein. Das ist tatsächlich die Zahnpasta, die ich einfach so benutze und jetzt auch da hatte. Und ich habe mir gedacht, mit dem klaren aus der Peel-Off-Maske und diesem türkisen, das sieht bestimmt ganz gut aus, wenn das ein Slime ist. Deswegen habe ich jetzt erstmal ordentlich Zahnpasta dazu gegeben, bevor dann der Aktivator dazu kommt. Und den habe ich ja wie immer aus Wasser, Kontaktlinsenlösung und Natron gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, blende ich euch hier ein Video dazu ein. Ja, und dann bleibt es nur noch, den Schleim zu aktivieren. Ja, das hat aber leider überhaupt nicht geklappt. Egal, was ich gemacht habe, es ist einfach eine pampfrige Suppe geblieben. Ich konnte mich auf den Kopf stellen, es hat nicht funktioniert. Also habe ich mir eine neue Zahnpasta gekauft. Da habe ich jetzt einfach in irgendeine aus dem Regal gegriffen und habe dann wieder die Peel-Off-Masken in die Schüssel gedrückt und dann ordentlich Zahnpasta dazu gegeben. Diese schöne blau-weiß-rote Wurstschlange habe ich dann erstmal vermischt. Dann war sie irgendwie nicht mehr ganz so schön, aber naja, ein kleines lila etwas kam dann dabei raus. Und dann habe ich gedacht, es wäre doch cool, wenn wir da mal Pompons reintun. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Also kommen ein paar bunte Pompons rein. Es hatte wirklich sowas von Smarties oder so, als ich die dann untergemischt hatte. Ja, und dann kommt wieder der Aktivator ins Spiel. Ich habe gedacht, jetzt haben wir eine ganz andere Zahnpasta. Die muss doch jetzt funktionieren. Yeah. Das war leider nicht der Fall. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Habt ihr schon mal einen Schleim aus Zahnpasta gemacht? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich möchte das sehr gerne ausprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann hoffentlich wieder mit einem guten Schleim.